Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Case Animatronics. Letztes Mal hatten wir es ja nicht besonders weit geschafft und das lag daran, dass sich hier in der Dusche wohl eine Keycard befinden soll. Looks like it's the keycard for some door. Ist das nicht schön? Ist das nicht eine nette Sache? Ich glaube, da wäre ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Ja, ich habe auf jeden Fall nachgeschaut, also von daher keine große Leistung von meiner Seite, aber was soll ich sagen? Hauptsache, wir kommen weiter. Wow, wow, wow. Ich bilde mir ein zu hören, dass da jemand langläuft. Okay, ich denke mal, ich weiß es nicht, aber ich gehe beinahe fest davon aus, dass diese Karte für diese Tür hier sein könnte. Scheiße, die ist es nicht. Aber hier war noch eine. Ah, nee, das war nicht hier. Damn. Das war da hinten. Die beiden sind auf jeden Fall zu. Was, die da? Schnell! Oh, okay, super. Alles klar, schnell hier umschauen. Umschauen. Was suche ich jetzt hier überhaupt? Wahrscheinlich Strom anmachen. Moment. Konzentration auf Strom anmachen. Da! Well, now it looks like the whole building is lit. Oh nein! Oh, super. Sick bastard. A giant cat. What else can you think of? I should avoid the ventilation tubes. Na, wenn es sonst nichts weiter ist. I remember that there was a charger in the room. Renn. Ich weiß nicht, wo Bens Zimmer ist. Ich weiß nicht, wo Bens Zimmer ist und ich kann mich hier nicht verstecken. Bitte, komm nicht hierher. Wieso ist denn hier überhaupt so hell? Ach so, weil wir ja die Batterie wieder angemacht haben. Bens Zimmer? Bens Zimmer. Ich habe echt keinen Plan. Wir sind hier. Oh, wow. Er ist direkt nebenan. Das ist ja beruhigend. Oh, verdammt. Oh. Sehr schön. Okay. Ben hat also ein Ladegerät. Ist das Ben? Nein, das ist John. Ist das Ben? Nein, das ist Kirk. Mann. Ben. Wo bist du? Ben. Das ist gar nichts. Diese Tür ist geschlossen. Okay. Hier sind keine weiteren Büros. Dann müssen wir ja nach vorne gehen. Leider auch nicht Ben. Außer das ist Ben. Nee, das ist ein Großraumbüro. Was ist das hier für eine Tür? Paul! Die Tür ist mit einer Keycard verschlossen. Oh, Vorsicht. Ich muss aufpassen. Die könnten hier rausspringen. Ben? Die Tür ist geschlossen. Wieso habe ich kein Glück mit den Türen? Okay, also hier geht's nirgendwo lang. Komm bloß nicht da oben rausgesprungen. Okay, lauf einfach weit. Wow. Was hat er vor? Geht er da rein? Ja, er geht da rein. Oh, verdammt. Scheiße. The lock is broken. Pick locks from the evidence storage could solve the problem. Ah, aus dem Beweislager, aus dem Beweislager! I'm starting to understand where these giant toys came from. They were evidence from one of the cases. That explains a lot. Oh Gott, ich sehe gar nichts mehr. Scheiße. Oh, okay, aus dem Beweislager also. Oh Gott. Tablet is empty. I remember that there was a charger in Ben's room. Nicht das Ladegerät bei Ben.
Not again! Okay, Moment, aber das ist hier gleich. Nee, noch ein Stück weit. Ah. Oh nein, sind sie schon hinter mir her? The lock is broken. The picklocks from the evidence storage could solve the problem. Oh Gott, oh Gott. Okay, also, noch mit ein bisschen mehr Kontrolle hier mal, ja? Also bis dahin komme ich ohne zu sterben. So, jetzt wird es aber ein bisschen kompliziert. Das muss ich ein bisschen aufpassen. Von wo kommt hier denn was? Okay, cool. Okay. Oh Mann, woher kommt der denn jetzt schon wieder? Boah, das ist so schwer, ey. Ich weiß gar nicht, wo ich mich lang bewegen soll. Ja, ich weiß, das Tablet ist empty. Ich versuch's nochmal mit Rennen. Hä? Ich bin falsch gelaufen, oder? Ja, ich bin zu John gelaufen. Ich wollte doch nicht zu John. Ich wollte doch nicht hierher. Wie bin ich denn jetzt gelaufen? Momentchen, wo sind wir? Sind auf jeden Fall falsch. Nö, eigentlich sind wir richtig. Ach, dann ist es der hier. The lock is broken. The picklocks from the evidence storage could solve the problem. I think I'm starting to understand where these giant toys came from. They were evidence from one of the cases. That explains a lot. Nein! Nein! Die Garderobe ist geschlossen? Vergisst er, dass ich hier bin? Ja, er vergisst. Oh, die sind zusammen unterwegs. Das ist sehr geil. Komm, wir halten zusammen. Zusammen schaffen wir das. Eigentlich müssten sie jetzt voll woanders sein, aber. Vielleicht können die sich halt auch beamen. Dann haben wir... Hier? Nee, da hinten, ne? Hier sollen irgendwo Dietriche sein. Aber wo? Und wie finde ich die? Oh, Moment. Nee. Ah, da ist auf jeden Fall ein Zettel nochmal. Im Bundesstaat Colorado in der Stadt Aurora hat nach Zeugenaussagen gegen 1 Uhr nachts ein unbekannter bewaffneter Mann ein Haus betreten und die Familie bedroht und jemand kommt auf mich zu. Das ist ja nicht so schlau gemacht, dass ich die nicht in Ruhe lesen kann. Oh Mann. Ah, da drin. Let's try to open the door. Ja, jetzt muss ich nur auch noch zurückkommen. Oh Gott. Huch! Hä? Ich kann mich gerade nicht bewegen. Das läuft automatisiert ab. Hä? That's just great. Ist es doch, oder? Oh, bitte, jetzt mach aber mal einen netteren Checkpoint, bitte. Oh Gott. Dieses Spiel macht mich fertig. So, jetzt schneide ich das aber mal raus, ne?
Okay, ist raus. Jetzt ist unsere einzige Chance, das mal hier zu schaffen. Oh Mann, ey. Das Spiel ist einfach viel zu schwer und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert mit dem. Das Tablet ist empty. I remember that there was a charger in Ben's room. So, ihr Lieben, nur kurz zur Erklärung. Ich habe circa eine 25-minütige Aufnahme und bei der haben wir nur in den ersten 5 Minuten irgendwas hinbekommen. Seitdem versuche ich hier immer und immer wieder die gleiche Stelle zu schaffen. Und ja, ich habe dann irgendwann erstmal aufgehört aufzunehmen und habe mir eine Pause gegönnt. Jetzt versuche ich es nochmal, aber ich kann echt nichts versprechen, aber auch gar nichts. Weil ich kann es nicht bis in alle Ewigkeit weiter probieren. Aber ein bisschen will ich es schon noch versuchen. Oh Gott, jetzt müssen wir wieder bis dahin. Ach ja, stimmt ja. Kurze Zwischensequenz. Inzwischen gab es auch ein Update, angeblich mit mehr Checkpoints, was mir sehr zugutekommen würde, weil man hier doch eine ziemlich lange, einen ziemlich langen Abschnitt komplett schaffen muss. Ich finde persönlich zu viel. Nein! Nicht! Das gibt's doch einfach nicht. Genau das meinte ich. Wie soll man das denn bitte schaffen? Jetzt ist er hinter uns her und der da auch! Oh, gucken wir mal, was jetzt der Checkpoint ist. Bitte einer, der ein bisschen besser... Tatsächlich! Ja, das ist ja wirklich sehr gut, dass hier der Checkpoint gesetzt ist. Ist geil. Okay. Dann haben wir jetzt auch mal... eine reelle Chance... Wow! Oh, ja klar. Vielleicht doch nicht. Oh, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, genau. Oh. Ah, das ist wirklich sehr schlau, dass der Checkpoint jetzt hier ist. Also, weil vorher war das so eine lange Strecke, die man schaffen musste. Aber wenn die jetzt natürlich da immer... Oh. Hä? Bleibt er da? Nee, bleibt er nicht. Okay, das wäre sonst auch problematisch geworden. Hm. Okay. Nein! Oh Mann, oh! Wieso bemerken die mich denn durch die Türen durch und alles? Das ist schon ein bisschen unfair, ne? Liebes Spiel. Ihr müsst mir schon noch eine Chance lassen, das zu schaffen. Oh, er verfolgt mich bis hierher. Ich habe keine Chance. Oh Mann. Scheiße. Okay, also ich probiere es noch ein paar Mal. Aber wenn nicht, lade ich das so hoch, auch damit ihr wisst, warum es nicht weitergeht mit Videos. Das ist dann einfach aus dem Grund, weil ich es nicht weiter schaffe. Ich weiß... Ich kann nicht weiter als bis hier. Oh, meine Güte. Ey, wehe, wenn jetzt... Es ist ein Checkpoint. Gott sei Dank. It's weird that the charger's off. Let's see what's on the computer screen. Okay. I knew it. Es stellte sich links. What is it? Is it a game? So, you want me to go through it? Oh, now the charger's working. You can charge the tablet. Wieso will ich eigentlich unbedingt das Tablet laden? Ist das so wichtig? Ich würde gerne einfach überleben. Also das Spiel ist einfach viel zu schwer. Obwohl, vielleicht nicht mal schwer, es ist eher unfair. Es ist halt einfach so viele Stellen, an denen man gar keine Chance hat. Und voll oft lädt man und man ist sowieso, man hat sowieso schon von vornherein keine Chance. Also das ist echt nicht in Ordnung. Nee, 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 nee. Ist es jetzt fertig, oder? Und was will ich überhaupt? Ich meine, wie weit will ich es denn überhaupt aufladen? Hä? Woran sehe ich das überhaupt? Was ist denn mein nächstes Ziel? Ich weiß gerade gar nicht. Ah! Looks like it's the key card for some door. Okay. Das ist doch ganz gut. Oh oh.
Kommt er hierher? Ich glaube nicht. Aber ich kann mich mal ja kurz... Ich kann mich ja mal kurz verstecken. Was macht er da? Irgendwas durchsucht er gerade. Ich gehe jetzt mal raus. Ich kann hier nicht ewig warten, ne? So eine Keycard. Also ich wüsste, glaube ich, ein Zimmer, das noch nicht aufging. Oh, wow. Wow, das war fies. Krass. Voll um die Ecke, ey. So. Gut. Also nochmal. Oh. Ich denke, es könnte hier hinten sein. Dieses hier, oder? Okay, die Tür ist leider geschlossen. Welches war noch zu gewesen? Das hier halt, aber das ist doch keine Keycard-Tür. Dafür braucht man doch keine Keycard. Wo ist denn sonst noch eine Tür gewesen? Ups, ich sehe gar nichts. Die Tür ist ja auch offen. Ha! Ja, also eigentlich sind das hier auch keine Keycard-Türen. Huch! Vielleicht irgendwo am Anfang. Vielleicht einfach die... War das hier? Das ging auf. What do you want me to remember? You said I took everything from... Okay, Checkpoint. Okay, jetzt wissen wir aber zumindest, für welche Tür das ist. Das ist doch mal gut. Also, wo ist das? Nee, nicht hier. Hier, oder? Genau, hier. What do you want me to remember? You said I took everything from you. My first call. I remember it. A complete failure, even for a rookie like me who had just graduated from the academy. Scott DJ. His wife and kid were killed, and Scott ended up in intensive care. Why did he refuse to speak with me? Is it because I didn't catch the killer? This is silly. He only made it worse. Either way, he clearly blames me for what happened. Er gibt mir die Schule für das, was passiert oh, ist. Damn cat. Now what? Ich komme da nicht rein gerade. Jetzt. Still alive, Bishop? Bravo. You are a good mouse for my cat. I like playing with you. There is a card in the safe behind you. It is the key to the interrogation room. Mouse deserves a piece of cheese. Do try to stay alive until 3 o'clock in the morning. If you make it, you'll get the key. Survive in this hell until 3 a.m.? Fucking son of a bitch. Holy crap. Great. He turned off the ventilation? I really need to find a way to reset the ventilation at the control room. Ugh. This sick bastard obviously wants me to suffer. Was zur Hölle war jetzt nochmal der Kontrollraum? Ich glaube, da am Anfang, ne? Okay. Was? Oh, scheiße. Ey, hinter jeder Ecke. Das ist so schlimm. So schlimm. Okay. Also eigentlich sind wir gerade im Control Room. Bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass er das ist. Oha. Aber ich sehe hier nichts, wo man
irgendwas wieder herstellen könnte. Irgendwie die Belüftung. Ah, hier! Enter the Passwort. Ach so. Geben Sie den Code, um die Belüftung zu aktivieren. 1, 2, 3, 4. Enter. oh, Spiel fortfahren. Ja, wo gibt's denn hier einen Code? Ich glaube, ich habe da was verpasst. Wo soll ich den Code denn finden können? Gab's da irgendeinen Hinweis? Nee. Spiel fortfahren. Hm. Let's see what we have there. Ja, ich traue mich ja gar nicht, da immer drauf zu gucken, weil... What? Der ist da drin? Tschüssi. Ja, also ich habe echt gar keine Ahnung, wo man einen Code herbekommt. Boah, ich krieg echt hier voll die Hallus, ne? Das geht ja mal gar nicht. Und ich habe keinen Plan, was für ein Code es sein könnte. Oder hat er uns irgendwelche Hinweise gegeben? Auf eventuelle Codes. Ich kann mich nicht erinnern daran. Ich guck noch mal kurz in seinem Büro nach. Wenn wir es bis dahin schaffen. Ja! Nee, schaffen wir nicht. Da ist was. Oh! Okay. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, wo man den Code herbekommt. Der Code, wo könnte der sein? Ach, das habe ich auch gar nicht gelesen. Im Jahr 19... Nee. Nee, das hatten wir schon gelesen. Das Problem ist, dass das immer wieder neu anfängt. Leider. Mit den Zetteln. Die kann man nicht auf längere Sicht hin sammeln, was echt doof ist. Hm. Ich dachte auch, es ginge hier um den Code für den Safe und nicht um den Code für die Belüftung, aber naja. Na gut, wir machen erstmal eine Pause, meine Lieben. Es kann dauern, bis die nächste Folge kommt, weil es echt mühsam ist, aber sie kommt. Irgendwann schaffe ich es, außer es ist echt eine mega unfaire Stelle, aber na gut. Also, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.